möchte haben. Und eine Revolution. Eine Ordnung muss sein. Und ein Judenpogrom. Natürlich wussten wir genau, wie sehr uns dieser Mann hasste. Und doch war das Dämonische seiner Erscheinung noch nicht in die Tiefen unseres Bewusstseins gelangt. Im November 1918 flutete ein Heer von annähernd 8 Millionen Mann in die Heimat. Über die Seele des deutschen Soldaten im Felde wissen wir heute Bescheid. Diese stumpf gewordenen, gleichgültig dahintrottenden Menschen, die froh waren, den nächsten Tag zu erleben, hatten überhaupt keine Seele mehr. Die hatten sie sich ausmarschiert. Und die hatte man ihnen ausgedrillt. Eingedrillt aber hatte man ihnen den stumpfsinnigsten Gehorsam, den die Weltgeschichte kennt. Und der sie zwang, vor Achselstücken der Uniform zu parieren, wo Gehirne fehlten. Eine große Abneigung hatte ich gegen einen Linkssozialisten namens Kurt Eisner, der eine führende Rolle im November 1918 in München gespielt hat. Über Eisner hörte man die widerspruchsvollsten Gerüchte. Meine Assistenzärzte glaubten, dass er sich als kommunistischer Agitator ausrufen lassen wolle. Von manchen Patienten hörte ich aber wieder, Eisner solle im linken Kommunistenflügel als Verräter gelten. Ich kannte Graf Arco so wenig wie den von ihm erschossenen Eisner. Wie erstaunt, betroffen und ehrlich gesagt beglückt war ich, als mir, während wir alle Hände voll zu tun hatten, ein Assistent zuflüsterte, eben sei Graf Arco schwer verletzt bei uns eingeliefert worden. Blutiger Schaum stand vor seinem Mund, als wir ihn auf dem Operationstisch hatten. Meine Helfer und die Schwestern entsetzten sich, denn ich hängte den Patienten an den Beinen auf. Seine Atemwege konnten sich vom Blut befreien und er begann ganz unbeschwert zu atmen. Gegen Abend erlangte er das Bewusstsein wieder. Eines Morgens, ich operierte gerade, wurde mir gemeldet, dass mich eine Delegation wegen Graf Arco sofort sprechen müsse. Die Rote Regierung habe soeben ein Gesetz unterzeichnet, nachdem Graf Arco zum Tode verurteilt sei. Ich solle ihn herausgeben zur Hinrichtung. Ich rief, es wird niemand hingerichtet. Wir haben schon genug Tote. Eure Sauregierung! Sie stürzten sich sofort auf mich und schleppten mich, der ich noch den Operationsmantel trug, in ihren Wagen. Man fuhr mich in eine Schule in der Münchner Vorstadt Haidhausen. Man stieß mich in einen kleinen Raum, in dem saß schon der Maler Franz von Stuck. Ich wurde vor ein Revolutionsgericht gebracht. Sind Sie der Dr. Sauerbruch? Ja. Sie sind zum Tode verurteilt. Heute Nacht, Punkt 12 Uhr, wirst du erschossen. Tja, da hockte ich. Plötzlich kamen ein paar Soldaten in den Raum, die von einem jungen Manne angeführt wurden. Dieser junge Mann, ein Russe, sah mich, stutzte, sah auf meinen weißen Chirurgenmantel, starrte mir ins Gesicht, machte einen förmlichen Sprung zurück und schrie, als ob er am Spieß stäke, »Sauerbrucher, du gutes Sauerbrucher, ich in Zürich zu dir kommen und sagen, arme, alte, kranke Mutter, jetzt ganz krank, nix Geld, überhaupt kein Geld, du gutes Sauerbrucher, kommen und Mutter gesund machen.« Er drängte mich aus dem Raum und aus dem Haus. Draußen stand ein Auto. Er stieß mich hinein. Ich dir Gutes wünschen im Leben und fuhr in das Dunkel der Stadt. Im Jahr 1919 werden in München die ersten Verkehrsflugzeuge gebaut. 1500 Autos fahren in der Stadt herum. Im Herbst gibt's nur eine kleine Wiesn mit Dünnbier. Im Hotel Vier Jahreszeiten tagt regelmäßig die antisemitische Thule-Gesellschaft. Die Mitglieder, Akademiker und Geschäftsleute. Das Symbol war das Hakenkreuz. Und man begrüßt sich mit Heil und Sieg.
Und irgendwo treibt sich Adolf Hitler in München herum. Er war noch bis März 1920 Soldat. Im Sommer davor macht er eine Fortbildung. Antibolschewistische Aufklärungskurse für die Propaganda bei der Truppe. Er war inzwischen Mitglied bei einer Art militärischer Verfassungsschutz und sollte Soldaten bei Versammlungen erzählen, was gut und was schlecht ist. Was schlecht ist, war klar. Die Revolutionäre, die Arbeiter- und Soldatenräte, die Bolschewisten, die Roten, die Juden. Die Soldaten mussten umerzogen werden. Dafür hatte man ihn eingeteilt. Und seine Vorgesetzten waren sehr zufrieden mit ihm. Im baden-württembergischen Feuchtenberg wird am 9. Mai 1921 ein Mädchen geboren. Sie wird getauft auf den Namen Sophia Magdalena Scholl. Sie wird nur 21 Jahre alt werden. Es ist unbegreiflich, wie die Partei zu dem vielen Geld kommt. Hitler hat sich schon mehrfach Sonderzüge bestellen lassen. Dienstag, der 16. März 1920. Adolf Hitler fährt nach Augsburg und besteigt zum ersten Mal in seinem Leben ein Flugzeug. Er ist jetzt 31 Jahre alt. Den Flug bezahlt der Augsburger Industrielle und frühere NSDAP-Finanzier Gottfried Grandl. Ziel ist Berlin. Seit ein paar Tagen ist das Berliner Regierungsviertel besetzt durch Freikorps Marineeinheiten. Die Regierung ist geflohen. Das Unternehmen wird als Kapp-Putsch in die Geschichtsbücher eingehen, benannt nach dem selbsternannten Reichskanzler Wolfgang Kapp. Hitlers Vorgesetzter beim Militär schickte seinen besten Redner mit dem Doppeldecker nach Berlin. Der Pilot ist der ehemalige Fliegerleutnant Ritter von Grein. Er ist ein erfahrener Kampfpilot und Kunstflieger, aber er verfliegt sich trotzdem. Aus Benzinmangel und Orientierungslosigkeit heraus landet er nach über 5 Stunden mit Hitler 60 Kilometer südlich von Berlin, in Jüterbog. Nach der Landung werden sie von skeptischen Regierungstreuen umstellt und befragt. Für diesen Fall hatte sich Hitler bereits beim Abflug einen künstlichen breiten Schnauzbart angeklebt, der seinen berüchtigten Oberlippenstrich überdeckt. Unerkannt gelangen sie nach Berlin. Dort angekommen, flieht Wolfgang Kapp bereits nach Schweden. Der Putsch ist schon vorbei. 48 Stunden später landet Hitler an Bord des Doppeldeckers wieder in München. Es war in einer Versammlung im Festsaal des Hofbräuhauses. Es war alles besetzt, als ich den Saal betrat. Gute Kameraden verschafften mir einen Platz. Ich hörte schweigend zu. Nachher sagte einer der Bekannten: "Nun, was sagen Sie jetzt zu dieser Rede?" Ich antwortete: "Hitler ist ein ausgezeichneter Volksredner, aber er hetzt und nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau." Da standen die Leute auf. Es gab eine große Unruhe an diesem Tische. Eine Dame rief laut: "Die Jesuiten sind Judenfreunde!" Und von allen Seiten fielen Schimpfnamen. Inflation. Der Tierpark Hellerbrunn muss aus finanziellen Gründen seine Tiere verkaufen und wird bis 1928 geschlossen. Mit einem Ruck stürzte die Mark und es gab kein Halten mehr, ehe nicht die fantastischen Irrsinnszahlen von Billionen erreicht waren. Ich habe Tage erlebt, wo ich morgens 50.000 Mark für eine Zeitung zahlen musste und abends 100.000. Man zahlte in der Straßenbahn mit Millionen, Lastwagenkarten, das Papiergeld von der Reichsbank zu den Banken. Und 14 Tage später fand man 100.000 Markscheine in der Gosse. Ein Bettler hatte sie verächtlich weggeworfen. Für 100 Dollar konnte man reihenweise 6-stöckige Häuser am Berliner Kurfürstendamm kaufen. Fabriken kosteten umgerechnet nicht mehr als früher ein Schubkarren. Halbwüchsige Jungen, die eine Kiste Seife im Hafen vergessen gefunden hatten, sausten monatelang in Autos herum und lebten wie Fürsten, indem sie jeden Tag ein Stück verkauften, während ihre Eltern, einstmals reiche Leute, als Bettler herumschlichen. Die Arbeitslosen standen zu Tausenden herum und ballten die Fäuste. Die Geschäfte gehen nicht, kein Mensch hat Geld. Es ist ein Elend auf der Welt. Keine Kredite und keine Kunden. Wie soll Deutschland dabei gesunden?
Geschäfte machen hat gar keinen Sinn. Herzliche Grüße. Wir sitzen hier in Lugano. Heute habe ich wieder welche entlassen. Wissen Sie, eines kann ich gar nicht fassen. Ununterbrochen frage ich mich, wovon leben die Leute eigentlich? Kredite, Aufwertung, Großindustrie, Agrarpolitik. Wo wohnen Sie? Ich? Im Palace? Alle Werte waren verändert und nicht nur im Materiellen. Die Verordnungen des Staates wurden verlacht. Keine Sitte, keine Moral respektiert. Bars, Rummelplätze und Schnapsbuden schossen auf wie die Pilze. Den Berliner Kurfürstendamm entlang promenierten geschminkte Jungen mit künstlichen Taillen und nicht nur Professionelle. Jeder Gymnasiast wollte sich etwas verdienen und in den verdunkelten Bars sah man Staatssekretäre und hohe Finanzleute ohne Scham betrunkene Matrosen zärtlich hofieren. Selbst das Rom des Sueton hatte keine solchen Orgien gekannt wie die Berliner Transvestitenbälle. Eine Art Irrsinn ergriff im Sturz aller Werte gerade die Bürgerlichen in ihrer Ordnung bisher unerschütterlichen Kreise. Die jungen Mädchen rühmten sich stolz, pervers zu sein. Mit 16 Jahren noch der Jungfräulichkeit verdächtig zu sein, hätte damals in jeder Schule als Schmach gegolten. Jede wollte ihre Abenteuer berichten können. Und je exotischer, desto besser. Die Freude war groß, denn bis jetzt mussten wir innerhalb des Stadtgebiets fast alles auf Schusters Rappen reiten. Hitler war am 26. Januar abends bei einer Besprechung auf der Polizeidirektion wegen des NSDAP-Parteitages. Gegen 10 Uhr abends verließ er dieselbe und wir fuhren in mäßigem Tempo am Dom vorbei, um in die Kaufingerstraße einzubiegen. Im Moment des Einschwenkens in Richtung Marienplatz bemerkte ich einen schweren Sechssitzer in voller Fahrt. Schon war unser Auto gerammt, mit größter Wucht beiseite geschleudert, die Karosserie zertrümmert. Von uns drei Insassen, der Fahrer Johann Haug, Hitler und ich, war keiner ernstlich verletzt. Das Auto haben wir dann nach Nürnberg gegeben. Die NSDAP war eine Inflationsgewinnerin. Die Münchner Automobilfirmen machten wegen der Geldentwertung Pleite. Jetzt konnte man billig Autos kaufen. Hitler kauft bei einem Händler an der Zweibrückenstraße ein neues Auto. Den Vierzylinder Selve 32-7. Ein halbes Jahr später bei der Benz-Vertretung einen roten Benz 16 mit 50 PS, offener Sechssitzer, Höchstgeschwindigkeit 90 km/h und dazu einen Benz 10 mit 30 PS. Für die Garagen zahlt er am Tag 2 Goldmark. An den Bräuhaus- und Bierhallenversammlungen Adolf Hitlers habe ich in dieser Zeit öfters teilgenommen. Ich wollte Bescheid wissen. Einmal gelang es mir, so nahe an der Rednertribüne zu sitzen, dass ich den Speichel unter seinem Nasenschnauz vorspritzen sah. Für unsereinen war der Mann ein heulender Derwisch. Aber er verstand es, jene dumpf im Virginia- und Würsteldunst zusammengedrängten Mengen aufzuputschen und mitzureißen. Nicht durch Argumente, die bei Hetzreden ja nie kontrollierbar sind, sondern durch den Fanatismus seines Auftretens. Das Brüllen und Kreischen mit biedermännischen Brusttönen gepaart. Vor allem aber durch das betäubende Hämmern der Wiederholungen in einem bestimmten ansteckenden Rhythmus. Das war gelernt und gekonnt und hatte eine furchterregende, barbarisch-primitive Wirksamkeit. Die Massenversammlung,
ist auch schon deshalb notwendig, weil in ihr der Einzelne, der sich zunächst als werdender Anhänger einer jungen Bewegung vereinsamt fühlt und leicht der Angst verfällt, allein zu sein, zum ersten Mal das Bild einer größeren Gemeinschaft erhält, was bei den meisten Menschen kräftigend und ermutigend wirkt. Dann gab es die politischen Kämpfe. Jeder, der konnte, schickte seine Schlägertrupps auf die Straßen, in die Kneipen, in die Versammlungen. Aber beim Schlagen blieb es nicht. Linke ermordeten Rechte. Rechte ermordeten Linke. Und damit wieder Ruhe herrscht, haben die Gerichte harte Urteile gefällt. Aber sie haben ziemlich unterschiedliche Urteile gesprochen. 314 Morde von rechts. Dafür gab es insgesamt 31 Jahre Freiheitsstrafe. Von links gab es 13 Morde. Dafür gab es 8 Todesurteile und 176 Jahre Freiheitsstrafe. Das ist alles Mögliche. Justiz ist das nicht. Das menschliche Elend, das aus der Wohnungsnot resultiert, schreit zum Himmel. In der Sedanstraße wohnt die Familie K. in einer Wohnung, die aus einem Raum mit Korridor besteht. Letzterer ist unbelichtet und unlüftbar. Die Familie besteht aus einem invaliden Vater, seinem 18-jährigen Sohn, einer 20-jährigen Tochter nebst Bräutigam und Kind. Vater und Sohn belegen nachts den Raum, während die Tochter mit Bräutigam und Kind auf dem Korridor in einem Bett nächtigen. Sämtliche Betten sind mit Ungeziefer, besonders Wanzen, durchsetzt. In der Maistraße eine Familie mit 8 Kindern, fast lauter Knaben von 1 bis 14 Jahren. Größe der Wohnung, ein Schlafraum mit 3 Betten und einem Schneidertisch, welch letzterer allein von 4 Knaben belegt würde, 2 auf der Ober- und 2 auf der Unterplatte. Das Ganze ist also eine Schneiderwerkstätte und zugleich Wohn-, Koch- und Waschraum der Familie. Herr von K. musste seine Rede unterbrechen. Am Eingang sah man Stahlhelme auftauchen. Die Leute standen auf den Stühlen, sodass ich Hitler erst sah, als er ziemlich nahe gekommen war. Hitler stieg seitwärts von mir links auf den Stuhl und gab dem Mann, der rechts von ihm stand, ein Zeichen. Und der gab mit der Pistole einen Schuss auf die Decke ab. Dann rief Hitler aus: Die Revolution ist ausgebrochen, der Saal ist umstellt. Er bittet die Herren Karr, Lossow, Seisser hinaus und garantiere für die persönliche Sicherheit. Dann ging Hitler auf das Podium zu. Ich hörte, dass er einsprach auf die Herren und die Worte, es wäre alles in 10 Minuten erledigt, wenn die Herren mit ihm hinausgingen. Zu meiner Überraschung gingen die 3 Herren sofort mit ihm hinaus. Nach einer Stunde kamen die 3 Herren mit Hitler wieder in den Saal. Man hatte den Eindruck, dass Hitler selig war, dass es ihm geglückt war, K. zu bewegen, mitzutun. Wir ahnten nicht, was vorgefallen war, als wir am 9. November die Ludwigstraße hinuntergingen und ungewöhnlich viele Menschen dem Odeonsplatz zuströmten. Irgendjemand rief: Wir haben eine neue Regierung, und Hitler marschiert auf Berlin. Sieg Heil, und Heil Hitler wurde gerufen. Der Odeonsplatz war zur Hälfte abgesperrt. Niemand wusste so recht, was los war. Und dann schrie eine Stimme: Da kommen's, Heil Hitler! Richtig ist, dass ich mich nicht erinnere, in München je einmal so feindlichen Blicken begegnet zu sein, wie in den Tagen nach dem 9. November 1923. Meine persönlichen Erlebnisse am 9. November 1923 sind weltanschaulich von keiner Bedeutung. Nur bemerkte ich, dass sich die im Kampf verwundeten Nazis, als ich unmittelbar nach ihrer Verwundung in den Parterreräumen der Residenzstraße nach ihnen sehen wollte, von mir abgewendet haben. Eine Gruppe von SA-Männern überfällt das Rathaus und entführt den SPD-Bürgermeister Eduard Schmidt. Sie fahren mit ihm bis in den Wald bei Höhenkirchen, um ihn zu ermorden. Tod durch Erhängen. Aber dazu kommt es nicht. Mitten ins Geschehen platzt die Nachricht, der Putsch ist gescheitert.
Die SA-Männer fliehen durch den Wald. Eduard Schmidt geht zu Fuß durch den Wald nach München und direkt wieder in sein Büro im Rathaus. Hitler wurde 2 Tage nach dem gescheiterten Putsch in Uffing verhaftet, angeblich im Schlafanzug. Die 60.000 Mitglieder zählende NSDAP wurde verboten. Das gesamte Parteivermögen wurde beschlagnahmt und der völkische Beobachter verboten. Hitler wird in der Gefangenenanstalt Landsberg untergebracht. In den Alpenländern, wo ganze Gegenden auch von Durchgangsverkehr durchströmte, kaum je mit Juden gelebt hatten, trafen wir selbst noch auf den Glauben, Juden besäßen Schwänze wie Affen oder Hörner wie Ziegenböcke, mit denen sie Vorübergehende vom Bürgersteig hinunterstießen. Dass ihre Osterbrote mit Menschen, besonders gern mit Kinderblut, angerührt würden, lag dann natürlich nahe. Das eigentliche Thema ist die, gelinde gesagt, extreme Harmlosigkeit, Unbedarftheit und Hilflosigkeit der auf dem rechten Auge erblindeten Richter und Politiker in Bayern der 20er Jahre. Die es versäumten, den später alles so niederreißenden Strom an der Quelle abzufangen. Im täglichen Leben wurden die Nazis mehr oder weniger als Spinner angesehen. Ganz besonders regen Umgang hatten wir mit dem großen Chemiker Richard Willstätter. Richard Willstätter war Jude und litt sehr unter den antisemitischen Strömungen, die seinerzeit in München grassierten. An den Mauern der Universität klebten vielfach Plakate wie »Kein deutscher Jüngling darf künftig zu Füßen eines jüdischen Lehrers sitzen« oder »Deutsche Studenten, lasst euch nicht von fremdländischen Lehrern unterrichten«. Über die geplante Berufung eines Hochschullehrers, den Willstätter vorgeschlagen hatte und der auch Jude war, kam es zum Eklat. Die Wahl wurde abgelehnt. Willstätter ersuchte das Dezernat der Universität, ihn aus dem bayerischen Staatsdienst zu entlassen. Das war am 14. Juli 1924. Die SA erhält eine neue Uniform. Die Windjacke und die Skimützen werden abgeschafft. Man trägt jetzt ein braunes Hemd. Die Erdfarbe Braun wird damit zur Farbe der rechtsextremen Bewegung. Die in großer Menge angekauften braunen Hemden waren allerdings ein Ramschartikel. Sie stammten aus einem riesigen Posten Militärkleidung, die für deutsche Schutztruppen in Afrika vorgesehen waren und nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr gebraucht wurden. Sie waren nach dem Kommandeur in Deutsch-Ostafrika benannt, Generalmajor Letov Vorbeck. Die braunen Letov-Hemden trug man bei der SA bis 1932. Ab dann stellte sie Hugo Boss her. Vor der Abfahrt aus Südamerika schenkten mir die argentinischen Kollegen ein prächtiges Geschöpf, einen wunderschönen Affen. Ich nannte ihn Max. Für Max richteten wir in unserem Haus hinter dem Bavaria-Keller ein eigenes Zimmer ein, ein altes Badezimmer, aus dem die Wanne entfernt wurde und in dem er es sehr bequem hatte. Er war so groß, dass er, wenn er sich auf die Hinterbeine stellte, auf unsere Tische sehen konnte. Mit Genauigkeit betrachtete er, wie wir Messer und Gabel anwendeten, und ging dann wieder weg und verfiel in Melancholie. Wir lasen ihm Brehm nach und fanden die Bemerkung, dass Affen besonders gerne sich mit Schweinen anfreunden. Gut, ein Schwein konnten wir ihm doch in unserem Haus nicht halten. So kamen wir auf die Idee, ihm ein Meerschweinchen zu beschaffen. Das liebte er auf Anhieb abgöttisch. Auf dem Wahlplakat der NSDAP wirbt die Partei mit dem Satz: Unsere letzte Hoffnung, Hitler. Akademien haben in erster Linie die Aufgabe, das wissenschaftliche Leben eines Landes zu fördern und zu schützen. Die deutschen gelehrten Gesellschaften haben es aber schweigend hingenommen, dass ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Gelehrten und Studenten ihrer Arbeitsmöglichkeit und ihres Lebensunterhaltes in Deutschland beraubt wird. Einer Gesellschaft, die, wenn auch unter äußerstem Druck, eine solche Haltung einnimmt, möchte ich nicht angehören. Ich appelliere an das ganze deutsche Volk.
sich mit einem noch größeren, härteren Geist des Widerstandes zu wappnen, bis wir den Toten dieses gewaltigen Ringes, den Kranz mit der Schleife, auf das Grab legen dürfen. Und ihr habt doch gesiegt. Eine Maschine zur Erzeugung von Macht. Sicherung von Macht. Erweiterung von Macht. Die Maschine stand in Deutschland. Folglich waren es deutsche Energien, deutsche Interessen. Macht bedeutete Organisation, Indoktrination, Befehlsgewalt. Wer sich querstellte, den erwischte es eben. Und dem wurden dann in den Konzentrationslagern oder Gestapo-Kellern die wahren Machtverhältnisse vordemonstriert. Für die große Mehrzahl, die so etwas nicht erlitten, war es am Ende nicht so schlimm. Man konnte leben, Geld verdienen und solange die Wirtschaft noch nicht völlig in den Dienst des Krieges gezwungen war, auch hübsche Sachen dafür kaufen. Es ist eine alte Erfahrung, dass jemand einen falschen Weg, den er schon lange gegangen ist, auch zu Ende gehen wird. Und das römische Sprichwort bleibt immer wahr. Wehren muss man sich am Anfang.